Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands. Wir sind hier immer noch im Gebiet des... keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach dem Reaver. Genau, Chromes Canyon immer noch, der ja doch relativ groß ist. Hieß nicht aus ein Königreich für ein Lama, hieß der nicht auch Quom? Echt? Das kann sein... Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Sicher? Ich meine, oder? Hieß also, da gab es diese komische Hexe und diesen Hilfeshelfer da von der. Also, ich weiß, was du meinst. Also, weiß ich jetzt nicht. Habe ich so im Kopf. Oh. Wäre irgendwie lustig. Das wäre in der Tat lustig, aber ich bin mir unsicher. Na, danke. Jetzt ist der ernsthaft an der Säure verreckt. Du könntest mir mal helfen. Danke. Sag mir das, bevor ich hier reinrenne und den Helden spielen will. Danke, LG. Sag mir das einfach, bevor ich den Helden machen will. So. Dankeschön. Da vorne ist übrigens neue Claptrap. Okay, ach, schon wieder. Warte mal. Ich hole mir die Freunde von hinten. Nächstes Level! Du holst dir die Freude von hinten? Ach ja. Mann, die jetzt schon wieder. Wow. Das hat ja eklatanten Schaden angerichtet. Ernsthaft? Ja. Jetzt Dankeschön. Hier, warte. Ich habe zwei Raketen auf den gefeuert. Gleich gehe ich drauf. Du musst dich beeilen, warte. Ja. Ich habe nämlich noch 25 Leben jetzt nur noch zum Schluss gehabt. Also alle anderen habe ich gerade von hinten schon gekriegt, nur den einen habe ich irgendwie nicht ganz. Wo ist der? Da. Oh, na endlich. Da oben geht's aber noch weiter, das ist okay. Aber wir sollten mal ganz kurz den Claptrap hier abarbeiten. Dann machen wir Platz das mal. Im Inventar. Yay. Die Frage ist, wie Reparatur-Kit. Ist, wie lange wir brauchen, um das zu finden. Oh Gott. Oh mein Gott. Garantiert wieder schön versteckt. Na Jack, willst du mal wieder das Leck stopfen? Ja, warte, ja, auf jeden Fall. Hör mal, das hier wird dabei. Hier, schön auf die Schublade, warte. Oh Gott. So, okay, ich hole mir mal kurz die Gegner. Wenn ich das jetzt mitgekriegt hätte, ich hab's nicht gesehen, aber ich kann's mir denken. Ja, gibt keine Third-Person-Ansicht, ich weiß nicht, wie ich's von außen aussah. Na dann. So. Na, großartig. Moment, ich werfe mir gerade mal kurz Drogen rein. Ja, wie immer. Also, ne? Ist ja nichts Neues jetzt. Also Leute, denkt dran, benutzt eure Drogen verantwortungsbewusst. Das muss man ja hier mal gesagt haben. Bildungsauftrag und so weiter. Ja, Bildungsauftrag. Oh, dankeschön. Gut, war noch nicht mal nötig. Ja. Verdammt, ich hänge fest. Astreines Teamwork hier. War hier mal wieder. Ach, hier vorne ist eine Dose Skeckfleisch. Wollte mich gerade fragen. Wir haben nämlich jetzt 5 von 10. Kann ich mal hier ich noch nachladen? Ich weiß nicht, wie groß der Canyon noch ist. Nachladen? Nee, passt alles, glaube ich. Da vorne sehe ich noch eine Dose. Und hier vorne ist wieder ein Level 27er. Den kriege ich nicht alleine weg. Ja, ich bin schon dabei. Weil ich habe den schon kritisch einen reingedrückt. Ja, ich schicke meinen Vogel hinterher. Na, warte. Oh Gott, von hinten kommt doch ein. Na, toll. Ja, ich lasse ihn am Leben, weil ich selber gerade. Ach so, warte. Dann lass mal ganz kurz, dann mache ich den jetzt weg, dann komme ich. Und meine Waffe ist natürlich wieder leer. Moment, ich wechsle sie kurz und schieße den da an. Ja, wenn er nicht mich abschießt, das ist nett. Ich lebe schon wieder. Ich jetzt nicht mehr. Ja. Warum? Und ich lebe wieder. Okay, könntest du mich mal ganz kurz dann hier und so. Wo bist du? Ja, direkt neben dir. Ach so. Weißt du, ich revive dich und werde abgeschossen. Ja, hallo. Wollte ja eigentlich nur noch das Skeckfleisch holen. Meine Güte. Okay, hier haben wir wieder Geld. So, ich muss mal ganz kurz warten, bis mein Leben sich so ein bisschen regeneriert. Dauert Ewigkeiten. Ja, das sieht bei mir auch nicht gerade sehr rosig aus. Im Gegensatz zu deinem Wagen. Ich hole mir den Unsichtbar gleich. Na schön. So, warte. Okay, muss reichen. Wow. Du hast aber ganz schön viel Geschwindigkeit drauf. Alter, der hat mich genau in dem Moment getroffen. Hier sind nur fette Schläger. Ich habe schon meinen Falken drauf angesetzt. Also ich glaube, da kann ich dich nicht rausretten. Jungs. Da kann ich dich schlecht rausretten. Musst du auch nicht unbedingt. Ach, natürlich, jetzt ist auch noch die Waffe leer. Warte. Alter, muss er jetzt händisch auf mich einprügeln, hör mal? Auf meinen sexy Buddy? So. Das ist auch eine Aussage.
Nicht mein sexy Buddy. Nimm den hässlichen, nimm den hässlichen, den anderen. Genau. Oh Gott, was ist da schon wieder los? Na schön. Ach, nichts. Kleines Fußvolk. Ach ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, ja. Ob das jetzt politisch korrekt war, weiß ich natürlich nicht, aber... Ja, Political Correctness ist sowieso immer so eine Sache. Also ich meine, ja, man darf es natürlich nicht übertreiben, aber... Aber schon. Okay. Aber, ne, also man muss auch nicht so hundertprozentig... Ich hab's einfach mal gemacht. Jetzt musste es sein. Ja, es musste. Das war total sinnvoll. Nein, war es nicht, ist leer. Weil wir hier noch looten müssten. Was ich jetzt auch tun werde, weil ich nämlich gleich draufgehen werde. Okay, ich hänge hier übrigens fest. Ich versuche das Gagfleisch zu sammeln. Was ziemlich assi verteilt ist. Oh Gott. Ich habe vielleicht jetzt eine dumme Sache gemacht und bin zurückgesprungen, aber es muss sein. Ich habe das Claptrap-Reparatur-Kit gefunden. Super, was sagt denn der Kleine? Ja, warte, ich muss noch ganz kurz das anbringen, dann komme ich zu dir. Nee, ich musste ein Stück zurückspringen gerade und dabei habe ich es zufälligerweise da baumeln sehen. Oh Gott. Ist ja gut. Aber du musst ja unbedingt schon die Tür aufmachen. Ah. Das war eine Waffe. So, das war Claptrap. Und als... was heißt hier? Folge mir. Ich habe keine Ahnung. Super. Ich bin ja auf jeden Fall beschäftigt. Und tot. Ja, dann warte mal gleich, wenn du jetzt hier... Jetzt könntest du mal so langsam... Moment, vielleicht kann ich hier noch einen anlocken. Hallo, hallo, komm mal her. Ganz gut. Nee, ich glaube, das wird nichts, leider. Heilige Scheiße. Ja. Okay, ich komme sofort. Alter. Okay. Wenn ich mich nicht versehen habe, war das gerade eine Schrotflinte mit 250 Schaden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das kann man ja mal machen. Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch eine andere Waffe gewesen sein. Ich habe mir die nur schnell gegriffen, weil ich hinter und so jetzt hier hin war. Aber irgendwie schon zu spät. Ich guck gerade. Alter, 253 Schaden. Allerdings ohne Multiplikator. Oh. Ach so. Ja gut, ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern der Multiplikator da... Ich werde es einfach mal ausprobieren und gucken, dass das taugt. Ja. Ist wie bei einer CPU. Ja, hey, ja, ne? Volle Kerne gegen Multithread. So. Der Vergleich. Na schön. Hey. Okay, wo gucken wir mal im echten Einsatz, wie sich das Ding schlägt? Either or, okay. Wow, hat sich wieder echt gelohnt. Okay, das Ding ist nicht schlecht, aber es ginge besser. Das Ding ist nämlich tatsächlich... Das ist wie ein Raketenwerfer. Das Ding schießt sehr linear. Das okay, heißt, nächstes Level. Da muss man schon ordentlich mit zielen können. Level 26, das ging doch relativ schnell. Ja, jetzt sind wir auch sehr nah beieinander diesmal. Alter, hier sind so ein paar Viecher, die etwas größer sind als ich. Ich muss auch kurz meinen... Was ist denn los hier? Jack, wie viel hast du denn angelockt? Da waren so ein paar. Ja, ich sehe es. Durchaus. Ich muss noch ganz kurz meinen Raketenwerfer wechseln, sonst habe ich eh keine Schnitte gegen die. Nein. Nein, 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 die Waffe ist leer. Ah, verdammt. Ja. Kann nicht mal jemand kurz retten? Der Revolver hat's gerettet, warte. Kannst du den da nicht wegmachen? Moment, Moment, Moment. Ah, verdammt, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Natürlich. Ich wollte dich in dem Moment reviven. Der letzte Schuss hat nicht gesessen. Natürlich. Ach, Mann. Ach, nee. Na, komm. Haben wir hier eigentlich noch Automaten? Nee. Alter. Wie viele... Nein, wir haben keine Automaten, ist das Problem. Ja, das... Super, jetzt hat mich hier einer mit dem Raketenwerfer angeschossen. Tja. Und hier ist kein Gegner halt mehr jetzt gerade. Ja, ne, das ist blöd für dich. Ich bin übrigens schon auf dem Weg, aber das kann noch etwas dauern. Das Problem ist, das Bild wird hier immer dunkler und ich sehe jetzt nicht mehr, wo der Typ steht. Und weg. Okay, ich hab's geschafft. Das war aber sehr knapp gerade. Ja, ich hab so einen Revolver hier gerade am Start, der 350 Schaden macht mit einem Schuss. Der ist nett. Naja, sammeln wir mal die ganzen Sachen hier ein. Ja, ich brauche vor allem die Medi-Ampullen gerade. Du müsstest ja noch volles Leben so ziemlich haben. Ich bin voll.
Boah, jetzt geht der mir auf den Nerv hier oben, warte mal. So langsam. Ha! Ach, so. Okay, Skarkfleisch in Dosen. Ach, wie schön. 8 von 10 übrigens, nur noch 2 fehlen. Ja. Da vorhin habe ich, glaube ich, auch natürlich, die Waffe ist leer. Gesehen. Ich hole mir deswegen neue. Was haben wir hier für Waffen? Impulsrifle 63 und eine Schrotflinte mit 45 Schaden. Ich nehme beide mit, vorsichtshalber. Man weiß nicht. Okay, ich bin auf dem Weg zu dir. Oh, hier ist Reaver. Ich habe Reaver gefunden. Reaver? Und mir war das gar nicht klar. Ich schieße schon die ganze Zeit auf ihn. Mussten wir den nicht auch töten? Ja. Stimmt, den ollen Sack sollten wir umbringen. Ja, er hat eine nette Sniper gedroppt. Die 221 Schaden. Ist immer noch schwächer als meine. Na, dann nehme ich sie mit. Ich weiß nicht, nämlich, ich meine, ist, glaube ich, nicht so viel besser. Na schön, Geld, Geld, Geld. Sondereffekte. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Wie lange sind wir denn schon dabei? Hoch. 11 Minuten, wir haben noch ein bisschen. Ach so, aber erst. Huch, ja, wir müssen noch das Gagfleisch. Kam mir wesentlich länger vor gerade. Ja, 2 Gagfleischdosen fehlen uns noch. Die werden wir wohl noch zusammenkriegen. Und hier ist eine. Ansonsten, Reaver haben wir getötet. Das heißt, hier ist noch die letzte. Gut, das war schon. Dann gucke ich nur noch mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas von Belang ist. Und dann können wir eigentlich nämlich zurückgehen, die Sachen verticken und dann die Mission. Das wäre abgeben. Gut. Und dann sollten wir tatsächlich auch in der Lage sein, weiterzumachen, würde ich sagen. Ja, das wäre doch super. Beziehungsweise eventuell die Mission, die wir jetzt haben, halt alle mal kurz abzuschließen. Boah. Die letzten, aber wir haben schon einige Missionen erledigt. Ich blättere hier gerade Menge durch. Ja, so dezent. Aber es gibt noch auch ein paar mehr, glaube ich, noch. So, ich muss ja, mal klar, ganz kurz meine Schrotflinte auch wieder zurückwechseln. Weil tatsächlich, die ist nicht ganz so geil, die ich jetzt hier gekriegt habe. Die ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht. Da steht schon, die verschießt Raketen und irgendwie so ist das scheinbar auch. Also die ist nicht so... Ja, gestreut, sag ich mal. Also der Multiplikator macht tatsächlich einen riesen Unterschied bei einer Schrotflinte. Gut zu wissen. Also lieber einen höheren Multiplikator und minimal weniger Schaden als umgekehrt. Gut, das werde ich mir vormerken. Dann machen wir mal weiter. Ja, oh, und ich würde sagen, wir können dann zurückgehen. Ja. Also, Ohr lieber. Wow. Ansonsten dürfte hier, glaube ich, auch nicht mehr viel sein. Auf den Turm kommen wir hier nicht drauf. Ja gut, ich meine, wir haben hier schon einiges erledigt in ja. Chrom's Canyon. Ja, also ich glaube, alles, was wir an Missionen offen hatten da in dem Gebiet. Ja, ne, dann können wir gehen. Den oh. Okay, ich stehe unter Beschuss. Direkt, direkt hinter dir. Ach. Das war schlau von mir. Moment, Moment, Moment. Nein, wo geht's hier runter? Ich will hier runter. So. Ach so, ich weiß, wo ich noch hin wollte. Auf das Boot wollte ich nochmal drauf und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh Gott. Okay. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Das war interessant. Gut, ich komme mal zu dir. Ja, ich habe hier so aus dem Boot so ein paar Sachen rausgeschmissen, aber ist hauptsächlich nur Munition. Wo bist du gerade? Ich bin hier oben. Ich will da jetzt nicht hochkommen, weil dann gehe ich sofort drauf und wir waren da ja halt schon. Und hier unten kommen jetzt auch noch neue Freunde. Ja, ich sehe es. Und das hört sich nicht gut an. Nee, es ist auch nicht gut. Es ist kannst du den, da, kannst du den da töten? Der direkt vor dir. Ja. Ja, oh ja, Gott. Also töten oh Gott. Kann ich hier genug. Nur ich renne jetzt hier halt nur noch gerade. Ich habe hier echt keine Chance. Also ich habe hier gerade einen Level 27er vor mir. Da sind ein paar davon, das ist nämlich das Schlimme. Wir sind noch nicht ganz Level 27. Die ich nicht töten werde. Alter, diese Spinnenviecher sind wieder da. Okay, ich renne jetzt aus dem Canyon raus. Vielleicht erreicht dieser Schnellreiseding, bevor wir draufgehen. Tja. So viel dazu. Aber gerne. Alter, ich habe keine Chance hier außer zu rennen. Die stöhnen hier herum. Ja, das ist schlimm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stehe gerade sowas von unter Beschuss. So. Schön, ich habe noch 6 HP. Okay, wenn gut. Ich gerade vor 5 Leuten weggerannt bin. Das ist schon mal eine gute Basis, auf der ich aufbauen kann.
Ja, ne, dann flaniere ich mal heiter davon. Oder renne weinend weg. Wie man will. So oder so. Na? Okay, die Viecher sind hinter mir hergekommen. Ja, ich habe ja auch gerade welche. Ah, ja, nee, und ich brauche mehr Munition. Ja, das ist eine gute Sache. Warte, ach, ich hole mir die hier oben noch. Das sagen wir sieht, so, ich würde mir gerne die hier oben. Ja, holen. Das sieht nicht so gut aus. Au. Warte, den hole ich mir. Geh schon mal zu den Autos. Danke, den wollte ich mir jetzt gerade holen. Braucht jemand ein Medikit? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dir geht's gut. Mir geht's auch nicht gerade sehr prickelnd. Mhm. Ja. Na, vorne wieder zu den Automaten, da wollte ich gerade eben noch nachfüllen. Dann machen wir das mal. Munition. Mir ist tatsächlich die Munition diesmal nicht ausgegangen. Das ist mir ist sie ausgegangen. Also ich muss sagen, obwohl du die Schrotflinte benutzt hast, hat sie gereicht. Boah. Titan Class Mod. Naja, können wir sowieso nicht gebrauchen. Na schön, was haben wir denn hier alles zum Verkaufen? Sledge Shotgun. Achso, war ja meine. Schön. Warum hätten die hier angezeigt? Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt. Habe ich? Moment. Okay, jetzt bin ich auch verwirrt. Upgrade des Speicherdecks für die Shotgun steigert die Munitionskapazität deiner Shotgun auf 160. Momentan habe ich aber schon 160. Warum habe ich denn meine Frantic Machine Gun 80, 400... Die sind noch identisch, oder? Nee, die ist minimal besser. Warum habe ich denn meine Shotgun nicht mehr... Upgrade. Ich verstehe nicht ganz, warum ich meine Shotgun nicht mehr ausgerüstet hatte eben. Das ist merkwürdig. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Gut, ich habe genug Platz jetzt im Inventar auf jeden Fall für alles, was so kommt. Die kann weg. Die kann weg. Support Machine Gun. Kann aber nicht so viel. Gut, ich würde sagen, wir sollten noch eben die Missionen abgeben. Dann sind wir tatsächlich schon wieder fast am Ende der Folge. Sind jetzt schon wieder bei 17 Minuten. Okay, dann werden wir dies tun. Was habe ich denn hier noch? Ach komm, die kann auch weg. Die Frage ist, wir sollten eventuell die Schnellreise benutzen diesmal. Inventar-Upgrade bringt $58. Das lohnt sich total. Das werde ich sofort verkaufen. Ja, da kannst du im Grunde nur und so benutzen. Alles andere lohnt sich einfach. Nee, ich verkaufe das jetzt. Das lohnt sich. So. Bist du soweit? Hast du das Menü zu? Nicht ganz. Ich muss hier noch kaufen. Mach mal eben. Oha. Kaufen. Dauert überhaupt nicht lange hier, die ganze Munition immer wieder auszuwählen und zu kaufen. Raketen brauche ich anscheinend. Shotgun brauche ich doch, oder? Ja. Okay, die ist auch voll. Sniper Rifle. Brauche ich auch noch. Wow, ist ja super. Ja. Du kannst jetzt losgehen, ne? Humble Bundle. So, 2-1. Ach komm, lass mich noch mal meine Twitter-Timeline checken. Ja, was? So lange wie du brauchst, hör mal. Da kann ja, ich wow, dauert lesen. Ja überhaupt nicht lange, jedes Mal wieder die Munition anzuklicken. Deswegen habe ich einen Controller. A, spammen und einfach nur nach unten gehen. Fertig. Ja, trotzdem. So. Trotzdem. Die Frage ist, ich glaube, eine Mission müssen wir bei ihr hier abgeben, ne? Ich habe keine Ahnung. Tu dir keinen Zwang an. Okay, nein. Okay. Gut, dann... Gibt's hier noch irgendwas? Ja, wir können auf jeden Fall im schwarzen Brett, glaube ich, noch was. Earl's Grabland, New Haven. Eine Mission ist hier in New Haven, die wir abgeben können. Dann machen wir das mal. Am schwarzen Brett, okay. Wir haben doch einige Missionen zum Abgeben, oder? Ja, aber die sind nicht in New Haven alle. Die sind ein bisschen verstreut teilweise. Ja, trotzdem. Moment, die sind in... Jet ist den Banditen beigetreten, hat den Namen... Okay, das war Raven angenommen und seinen eigenen Vater ermordet. Dann hast du Jet getötet. Das ist ja schlimmer, als ich gedacht hatte. Okay, schade, die Geschichte haben wir nicht so ganz im Hinterkopf gehabt. Ja. Die Motten zum Licht. Ich habe alles mitgekriegt. Ich bin voll in der Story. Die Mission sollten wir nächstes Mal, glaube ich, tatsächlich machen. Entzünde die Fackeln und töte Mothwag. Na schön. Hört sich interessant an. Die Frage ist, ja komm, wir machen noch eben eine Runde und geben die Mission ab, würde ich sagen. Gut, los geht's. Achso. Dann, wo müssen wir denn hinfahren? Also wir können ja Schnellreise jetzt mal nutzen, ausnahmsweise. Achso, ja, stimmt, die gibt's ja auch noch, ne? Da war ja was. West Common West müssen wir noch? Dann mach mal. Ja. Wo ist denn das? Ja. Alter, ja. Wie lang ist diese... hallo, wo ist denn was mit R? Ich sehe hier nichts mit R. Tja.
Okay, was Lesen war denn das soll andere? Gelernt sein. Da ist nichts mehr, geh mal gucken. Ja, da hast du wohl recht. Und Earl's Scrapyard, da können wir auf jeden Fall hin. Ja, dann nehmen wir das, oder? Ja, Earl's Scrapyard, dann lass uns das mal zuerst machen. Hast du schon, oder? Ich habe eben gedrückt, aber probier das. Musst du die vielleicht anwählen? Ich weiß es gar nicht. Nö, eigentlich nicht. Okay, ich finde das jetzt gerade mal wieder nicht. Ich bin wieder blind. Hä? Snatch hab ich noch was versucht, die Reise zu beginnen, aber Jack Tulpe war... Ach, du warst okay, warte, ja, dann mach mal. Dann, ich bin raus da. Jetzt. Los geht's! Crazy. Na dann. Wieso hab ich den Punkt denn nicht gesehen? Oder war ich vielleicht im falschen... Nö, gibt's auch wieder verschiedene das Reiter. Das kann sein. Keine Ahnung. Weil da gibt's ja auch wieder verschiedene Reiter. Vielleicht war ich dann bei den Städten und nicht bei den, Wohoho! Ich find's gut, wie dann immer die Ansicht so zoomt. Ach ja, wir müssen uns jetzt hier wieder durch die Viecher durchballern. Noch nee. Na, wow. Wegen viel können die ja jetzt nicht mehr. Naja. Naja, da hast du wohl recht. Also, die sind jetzt uns ein bisschen unterlegen jetzt mittlerweile. Dezent. Alter, der okay. Hat meinen Schuss gefressen. Ja, hallo? Und hat seinen Kopf verloren. Tja, ausgleichende Gerechtigkeit. Wir sind hier wieder sehr willkommen, ich sehe schon. Na, kann... Ach man, ich hasse es, wenn er nicht rennt. Ja, danke. Wenn er nicht rennen will. So. Hier. Earl braucht etwas zu essen. Was willst dann du? Ess doch mal. Mit einem wilden Blick in den Augen schnappt sich Earl die Dosen mit Futter. Er schafft oh, ja. Davon zu öffnen, nimmt einen Löffel und beginnt den kalten Inhalt zu verschlingen. Offensichtlich hat er bereits vergessen, dass du noch hier bist. Oh ja. Was willst du? Besonders gut, der Bart und die Augen. Earl jetzt abgearbeitet. Ja, dann lassen wir den mal zurück, den Herrn. Dann nur noch die letzte Mission abgeben und dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Tatsächlich. Gut, dann initialisiere mal die Reise, bitte. Ja, das Tolle ist, ich weiß gar nicht, wo wir diesmal hin müssen. Tja, das also, ist mir egal. Also, East Common West war ja, glaube ich, das, ne? Kann man doch einsehen. Ja, warte, ich hab's nur wieder vergessen, halt. Ich hab's vorhin ja schon. Ja, nee, Rust Commons West ist es. Nee, wohl ich war. Bin aber im richtigen Reiter. Es gibt hier nur einen. Dann müssen wir... Aber West. War das nicht auch sowieso das nächste Gebiet? Hier, Rust Commons West, das ist sowieso das Verbindungsgebiet hier. Na gut, los geht's. Müssen wir uns nur wieder durch die Menschenmenge schießen, ein Auto schnappen und die Mission abgeben. Oh Gott. Geht schnell. Hoffe ich. Vielleicht. Yay. Ja, das ging wohl schnell. Sag ich doch. So, ich nehme mal die Seite, kommen wir schnell zum Ausgang. Ein Schuss. Nein, da drüber. Okay, so geht's auch. Ich wollte sogar Land aus dem Sprung erledigen, aber leider drüber gesprungen. So, leider kein 360 No Scope. Ja. Ja, so einen Scheiß braucht man auch nicht unbedingt. Also. Doch. Wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du einfach nicht cool. Ah, ja, gut. Wenn man sich so definieren möchte, bitte. Dann fahr mal los. So, ich suche gerade noch, wo wir hin müssen im Endeffekt. Tja. Okay, ganz oben in die Ecke, das ist schön. Oh. Achso, ich wollte hier vielleicht einen Bogen um die Mitte machen, da sind wir schon erst so oft drauf gegangen. Das wäre nicht schlecht. So, schade, Nitro ist aufgebraucht. Jetzt tuckern wir hier so gemütlich daher. Kriegt das Auto eigentlich auch langsam mehr Leben? Ich glaube ja. Wir hatten ja nicht von Anfang an 1000, also. Am Anfang hatten wir weniger als 1000, das stimmt. Ich glaube, da hat man nur irgendwie 4 oder 3 oder 400 oder sowas, meine ich. Das ich kann gut täuscht, sein. Bin ich nicht sicher. Ich hab's so ganz im Kopf. Okay. So, ich glaube, wir müssen über die Brücke drüber und dann noch weiter links halten. Dann gib mal Gas. Also, wenn. Kann ich leider nicht mehr. Wenn der Turbo wieder aktiv ist. Also die Frage ist, wo müssen wir jetzt genau hin? Ich muss noch kurz auf die Karte schauen. Okay, hier einen schmalen Gang lang und dann da vorne rum. Ah, okay, ich weiß, genau. Wir müssen zu dieser Radio. Stationstante. Das hat ja gut geklappt. Bei der wir irgendwann vor Ewigkeiten, ich glaube vor 2 oder 3 Aufnahmesessions mal waren. Ach. Ja. Die hat uns nämlich, glaube ich, den Auftrag gegeben, gut. Zu dem einen Typ zu gehen. So, dann lass uns das mal eben abgeben. Auf geht's. Eieiei. So, aber schön mal wieder hier zu sein. Ach ja, naja, stimmt. Ah, hier, ja, schön, sehr schön. Ach nee, komm. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die umgehe ich einfach mal ganz leger. Ja gut.
Ich bin schneller als du. Müssen wir überhaupt da lang? Den letzten beißen die Hunde. Du bist gemein. Ich weiß. Das wollte ich einfach mal hier live gesagt haben. So. Live in der Aufnahme. Ist ja jetzt nicht. Doch, ist live. Für mich ist es live. Das reicht mir. Denn das nächste Fragment. Ach, die war hier. Dieses Artefakt passt exakt zu dem Stück, das du mir vorher gebracht hast. Ja. Sie sind wie Puzzleteile. Ich habe andere eridianische Artefakte gesehen, die genau so funktioniert haben. Tja, dieses Alien stand scheinbar auf Puzzle. Sobald alle Teile zusammengesetzt sind, wird das Objekt aktiviert. Du solltest weitere Teile finden, damit wir sie zusammensetzen können. Zusammen. Mhm. Jennixon, geheimes Treffen. Also wieder eine Hauptmission. Also in dem Sinne eigentlich eher zu dritt, ne? Zusammen zu dritt. So. Nun gut, dann würde ich sagen, wir suchen uns noch kurz einen Speicherpunkt, damit wir nicht das nächste Mal wieder so ewig lange hier hinrennen müssen. Okay, wenn du einen findest. Ja, ja, danke. Ja, ich glaube, ich weiß, ich bin ja gerade schön hinterhergerannt. Ja, dann. Dann machen wir das mal zu dritt. Ah. Oder wie auch immer. Oh Gott, ja, ich könnte jetzt wieder so einen schlimmen Spruch bringen. Nein. Ja, ich weiß, aber nein. Der liegt mir auf der Zunge. Ja, mir auch. Aber nee, komm. So, das Niveau. Der ist einfach so unterste Sohle. Ach, herrje, was haben wir denn hier? Oh, hier ist ein Gott, für mich so. Alter, diese scheiß Racken. Das andere Ding kannst du dir auch gerne schnappen, ne? Ja, aber bringt das was? Nee. Ja, gut, 2300. Ich guck sowieso nur drauf, wie viel das wert ist momentan eigentlich bei den Sachen. Hier hinten wäre eigentlich ein... Ja, aber lass uns doch ganz kurz zu dem Fahrzeugding fahren. Oh Gott. Oh. Ja. Ja. Okay, das ist übrigens die Verrückte aus unseren Tagebüchern. Ich weiß. Ja, deswegen. Also ich finde find das toll. Ne, zusammen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Stehen wir das durch? Okay. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich auch schon durch, ne? Ja, würde ich sagen. Gut, also dann... überzogen, fast eine halbe Stunde, aber egal. Ja, komm. Also damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Danke an Jack fürs Mitspielen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Ciao.